Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Bundesliga-Blitzvorschau. Wir sind bei Platz 3 angelangt und das war im vergangenen Jahr tatsächlich der FC Bayern. Also in der letzten Saison sind die Bayern nur Dritter geworden, jahrelang unvorstellbar. Ich begrüße Bayern-Reporter Michael Schröer. Hallo André, freut mich hier zu sein. Mit welcher Startelf will Vincent Kompany denn diesmal den Titel holen? Im Tor natürlich Manuel Neuer, dann Alphonso Davies, Upamecano und Kim. Dann Sascha Bowie als Rechtsverteidiger, war ja unter Tuchel nicht gesetzt, aber er ist ein Kompany-Liebling. Dann Kimmich und Palinha, Olise, Musiala und Gnabry. Leroy Sané dürfte dann im Laufe der Saison oder auch in der Hinrunde noch eine größere Rolle spielen, aber der ist gerade noch angeschlagen nach seiner Leisten-OP. Und dann im Sturm natürlich Harry Kane. Was willst du sagen, die drei wichtigsten Spieler bei den Bayern, wer sind die? Es wird natürlich wichtig sein, dass Neuzugang João Palhinha voll einschlägt. Das könnte nochmal eine neue Dimension an Klasse ins Mittelfeld bringen. Dann natürlich Jamal Musiala. Es wird für ihn jetzt die wichtigste Saison seiner Karriere, denn 2026 läuft der Vertrag aus. Und naja, es geht für ihn um den dicksten Vertrag seiner Karriere. Und ich bin gespannt, wie er sich zeigen wird. Natürlich einer der wichtigsten Spieler. Und dann natürlich Harry Kane. Es wird ganz, ganz wichtig, wie er performt, ob er wieder so viele Tore schießt oder ob er sich ein bisschen von der letzten titellosen Saison bei den Bayern beeinflussen lässt und auch von der Europameisterschaft. Wer könnte die positive Überraschung bei den Bayern werden? Das klang ja für dich ja schon nach Rechtsverteidiger da, oder? Nee, da gehe ich tatsächlich mit Mathis Tell, denn unter Tuchel, da hat er es extrem schwer gehabt. Am Anfang viele Joker-Einsätze, viele Tore gemacht, aber in der Startelf nicht so richtig. Und Kompany, der vertraut auf ihn und ist ja bekannt, dass Kompany viel rotieren will. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Tell da eine wichtige Rolle spielt. Und wenn er dann zeigt, was er kann, dann kann er schon durchstarten und eine positive Überraschung werden. Negative Überraschung, lasse ich Leon Goretzka jetzt nicht mehr gelten. Nee, das ist nicht so. Da gehe ich tatsächlich mit Harry Kane. Denn alle schauen natürlich drauf, ob er jetzt endlich seinen ersten Titel gewinnt. Und wenn er diesen Druck nur etwas an sich ranlässt und das sich so ein bisschen auf seine Torquote auswirkt, dann kann das schon schnell zur negativen Überraschung werden. Oha, na das wäre ja was. Was willst du sagen? Best Case für die Bayern? Wie sieht er aus? Die Bayern schütteln sich einmal nach dieser echt schlechten, letzten, verkorksten Saison. Vincent Kompany schlägt voll ein und dann holen sie das Double und ziehen ins Finale der Home ein. Und Worst Case? Ja, das ist natürlich klar, es wird wieder so eine schwache Saison wie die letzte und die Bayern bleiben wieder titellos, die zweite Saison in Folge, was wirklich hart wäre. Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hatte schon vor ein paar Monaten mal gesagt, eine Saison beim FC Bayern ohne Titel, die ist eine zu viel. Und ja, das ist natürlich der Worst Case, wenn sie wieder keinen Titel holen. Was ist denn die Wahrheit, die die Bosse nicht hören wollen? Ja, man hat es ja schon bei der Trainersuche gesehen, sehr, sehr viele Absagen. Dann gab es in dieser Transferperiode auch Absagen von Xabi Simmons und Désiré Doué. Und es ist ganz klar, es ist nicht mehr so, dass Spieler ein Angebot des FC Bayern nicht ausschlagen können, wie es vielleicht mal war. Und das wollen die Bosse nicht so richtig wahrhaben. Eine Spielerfrau, der wir auf Insta folgen müssen, suchen wir auch bei den Bayern. Da gibt es ja einige wahrscheinlich. Da gehe ich tatsächlich mit Lina Kimmich, denn die hat echt in letzter Zeit für ein paar Eindrücke gesorgt, auch ein bisschen ins Privatleben. Letztens einmal waren sie zusammen beim Adele-Konzert mit Joshua im Olympiastadion, beide mit Regenponcho. Also da gibt es schon ein paar private Einblicke von den beiden. Okay, steile These von dir für die Bayern-Saison? Vincent Kompany ist spätestens im März, wenn die Saison auf die Zielgerade einbiegt, nicht mehr Trainer des FC Bayern. Ich weiß gar nicht, wie super steil das ist, aber es ist natürlich eine Ansage von dir. Man muss ja auch ein bisschen hier mithalten in dem Ranking und dann bin ich mal ein bisschen steiler heute. Okay, das bedeutet kein Kompany mehr im März, aber die Bayern landen dann im Mai auf Platz 2. Es gibt wieder keinen Titel in der Bundesliga und die Bayern werden Vizemeister. Boah, das wäre ein Brett. Michel, ich danke dir. Das war die Bundesliga-Blitzvorschau mit dem FC Bayern. Morgen geht's weiter mit dem VfB Stuttgart. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.